Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Shadowlands NOX. Und zwar wollte ich heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es um eine ganze Fülle von Mounts und zwar wollen wir uns heute mal die Pact Mounts aus Patch 9.1 anschauen. Im Speziellen wollen wir uns die anschauen, die wir über die Ruhmstufe 45 bekommen. Wir schauen uns aber auch alle anderen an, es sind insgesamt 16 Stück. Zu denen wird es dann aber nochmal einzelne Videos geben, wenn wir an dem Punkt sind. Für manche muss man nämlich ein bisschen noch komplexere Sachen angehen, aber zur großen Übersicht haben wir jetzt hier dieses Video schon mal. Und ja, ich würde sagen, wir starten durch. Wir sind als allererstes hier bei meinem Main, beim Maldraxxus Covenant, hier den Necrolord. Und dort habe ich schon das erste Mount, das ist die Maldraxxische Leichenfliege. Und von dieser Fliege gibt es insgesamt 4 Farbvarianten. Und zwar ist es so, um dieses Mount hier zu kriegen, müsst ihr einfach nur eine Ruhmstufe von 45 zusammenkriegen, dann bekommt ihr direkt dieses Mount ins Inventar. Ich dachte ursprünglich, man braucht dafür die Kampagne, denn ich habe es nach dem Abschluss des vierten Kampagnenabschnittes bekommen, aber die braucht man tatsächlich nicht. Der vierte Kampagnenabschnitt bringt einfach in der zweiten Woche dann die Ruhmstufe 45 und dementsprechend bekommt man darüber das Mount. Das ist bei allen Covenants gleich, also heißt, wir kriegen bei jedem Covenant hier das erste Mount mit Ruhmstufe 45. Ich kann euch das jetzt einmal zeigen. Auch das Mount Special, was ganz cool ist. Es geht dann so an den Boden, wie ihr seht, läuft so ein bisschen rum, lässt die Flügel so ein bisschen dann auch flattern. Sieht auf jeden Fall ganz cool aus. Eins meiner Lieblingsmounts von den Covenants tatsächlich, weil es doch ein ganz eigenes Model hat. Klar, es ist so ein bisschen die Grundstruktur von den Drohnen aus 8.3, aber es ist natürlich mit viel, viel mehr Details versehen und sieht echt cool aus, meiner Meinung nach. Wer sich von so ekligen Fliegen ein bisschen ekelt, ist dann vielleicht nicht so gut mit aufgestellt, aber prinzipiell finde ich es auf jeden Fall ein cooles Mount. Dann würde ich mal sagen, schauen wir uns die anderen Farbvarianten an. Leichenfliege, und zwar seht ihr, wie bei allen Covenants haben wir insgesamt 4 Mounts. Bei den Nightfee haben wir eventuell 5, da werden wir aber hart noch drauf einkommen. Aber insgesamt sind 16 bzw. 17 Mounts, die wir uns holen können. Das hier, wie gesagt, Ruhm 45 brauchen wir. Dann haben wir hier die zweite Variante in lila gehalten. Die kriegen wir von einem Rare Event, da werden wir gleich nochmal drauf eingehen. Dann die dritte Variante, die kriegen wir über Ruhmstufe 70 und dann müssen wir bei dem Händler für 7500 Anima das kaufen. Also ihr braucht Ruhmstufe 70 und dann könnt ihr in eurer Homebase quasi jetzt hier in dem Fall bei den Necrolords dementsprechend für 7500 Anima das Mount euch holen. Und die letzte, was wir haben, ist hier die grün-orangeliche Variante und bei der müssen wir bei einer Ruffraktion, und zwar ist es hier der Vorstoß des Todes, eher mal ehrfürchtig sein. Dann brauchen wir das Meta-Achievement in der Offensive. Da können wir jetzt mal reingucken in der Offensive. Jetzt müssen wir mal schauen, das ist hier oben. Genau, dann brauchen wir quasi das Meta-Achievement, wo wir alles mögliche im Schlund bzw. im Corfia abschließen müssen. Das wird ein bisschen dauern, aber bis man hier auf ehrfürchtig ist, wird es wahrscheinlich auch ein bisschen dauern und dementsprechend vermute ich mal, dass man das Achievement nebenbei easy mitnehmen kann. Es gibt ja im Moment hier nur ein paar Worldquests bzw. eine Weeklyquest und bei dem Event im Schlund, wo man ein bisschen Ruf kriegen kann, heißt, das wird sich ein bisschen noch hinziehen. Übrigens, bei allen anderen Covenants sind die Voraussetzungen die gleichen, dementsprechend werden wir das aber nachher auch nochmal anschauen. Jetzt gucken wir mal nochmal rein bei den Leichenfliegen. Ich persönlich finde tatsächlich die Grundvariante hier am schönsten. Die ja, ist am farbträchtigsten, hat am meisten verschiedene Farbkolorationen. Sieht sehr, sehr nice aus. Ich finde jetzt hier die lila-pink ist ein bisschen eintönig. Und ja, da ist mir auch ein bisschen zu viel Grün dran tatsächlich. Also die finde ich am nicesten, aber schreibt mir gerne in die Kommentare, welche ihr am besten findet. Ach, jetzt zu dem Event-Mount. Und zwar hier Herr der Leichenfliegen. Das bekommt man ja von dem Event. Und dieses Event startet hier unten bei den Koordinaten 59, 43. Dort steht ein NPC. Den kann man als Necrolord-Spieler anquatschen. Und dann muss man hier Leichen zu einem Haufen bringen. Das können dann alle Leute machen, auch wenn sie nicht bei den Necrolords sind. Wenn genug Leichen liegen, wird ein Balken gefüllt. Es kommt ein Rare, den boxt man um und da kann dann dementsprechend das Mount droppen. Hier werde ich aber nochmal ein extra Video zu basteln. Wenn ich das Mount habe, dann zeige ich das nochmal ausführlicher. Genau, so viel dazu. Dann würde ich sagen, swappen wir mal weiter zu den anderen Covenants und schauen uns die Mounts von den Kyrianern, von den Nightfee und auch von den Ventier noch an. Da gibt es nämlich auch einige ganz coole. Loggen wir hier schon mal ein und switchen auf den zweiten Account. Und zwar habe ich jetzt hier mit meinem
Night Feature, auch mir schon das Mount geholt. Das haben wir hier oben. Arden Wildling schimpft es sich. Und hier braucht man natürlich auch einfach die Ruhmstufe 45. Dann bekommt man das Mount. Jetzt in der zweiten Woche kriegt man es, nachdem man quasi in der ersten Woche Anima Quest plus Corphia Quest gemacht hat mit dem Balken füllen. In der zweiten Woche auch nochmal. Und dann den Kampagnenschritt 4 absolviert hat, den man mit 44 freigeschalten hat. Und dann gibt es dementsprechend das Mount. Und übrigens mit dem Kampagnenabschnitt gibt es dann auch das Fliegen. Also das ist auf jeden Fall eine ganz runde Geschichte. Hier mit 45 gibt es die weiße Variante. Und dann gibt es natürlich nochmal drei weitere, beziehungsweise sogar eine fünfte, auf die wir jetzt gleich nochmal eingehen werden. Die schimpfen sich alle Wildling. Wildling, da haben wir es. So, haben wir uns einmal vertippt. Es gibt einmal den Arden-Wildling, dann den Herbst-Wildling. Das ist wieder auf der Ruhmstufe 70 und 750 Anima. Dann gibt es quasi den Sommerwildling, den müssen wir wieder einen Rare im Corphia umhauen. Und dann gibt es den Wilter-Wildling, wo wir das Achievement brauchen, ehrfürchtig bei der Ruffraktion. Und einmal die 1000 Stiege, das hatte ich vorhin gerade nicht erwähnt, aber das sollte das kleinste Problem sein. So, jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das Mount-Special auch von dem hier an. Das sieht halt so ein bisschen wolkenschlangenmäßig aus, ne, mit einem Wolfskopf. Und, den Rare wollten wir auch noch uns angucken, jetzt hier in Corphia. Und zwar, der von den Nightfee, der befindet sich hier oben. Dort spawnt dann quasi so ein paar Nightfee-Flaggen und so ein kleines Gefäß in der Mitte, das kann man anklicken. Dann kommt der Rare vom Himmel runtergeflogen, man bekämpft ihn ein bisschen. Ab 20% geht er dann aus dem Kampf raus, man kann ihn anklicken, kann ihn reiten, der fliegt dann einmal so ein bisschen oben rum und man muss dann immer einen extra Button drücken zum richtigen Zeitpunkt und dann kann man ihn zähmen, kriegt einen Beutel und in dem Beutel kann das Mount drin sein. Übrigens, die Dropchancen von den Rares sind leider noch nicht bekannt, also die werden wahrscheinlich relativ low sein und man kann die alle Rares, also die vier Covenant Rares, kann man nur mit dem jeweiligen Covenant beschwören, mit allen anderen Covenants kann man draufhauen, aber das Mount wird man nur mit dem jeweiligen Covenant kriegen, hier bei dem Event halt dann mit den Nightfee. Genau, dann würde ich nur sagen, schauen wir mal, welcher Wildling ich am coolsten finde. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen. Irgendwie, ich finde fast den Grünen am coolsten, muss ich sagen. Der Weiße, ja, geht so. Und es gibt jetzt hier übrigens noch einen weiteren, das kann ich euch mal zeigen. Es gibt noch einen Rätsel-Mount. Und zwar gibt es dann noch eine lilane Version. Die ist aber noch nicht bekannt, wo man die genau herkriegt. Wahrscheinlich muss man da auch Neid für sein und das Rätsel muss dann erst noch gelöst werden. Dann würde ich sagen, swappen wir mal weiter. Und zwar haben wir ja noch zwei Covenants offen. Ich habe jetzt schon mit meinen Twinks immer schön quasi die Ruhmstufen hochgespielt, beziehungsweise auch die Kampagne gemacht, dass ich mir die jetzt alle schon holen konnte. So, hier sind wir jetzt auf den nächsten eingeloggt. Und zwar haben wir da Elysischer Aquilion, schimpft sich der. Das ist auch wieder das Mount für Ruhmstufe 45 bei den Kyrianern. Mount Special ist eigentlich auch ganz schön. Einmal hier so ein bisschen auf die Hinterbeine und mit den Flügeln ein bisschen geflattert. Und da gibt es natürlich auch wieder ein paar Versionen. Geben wir hier wieder Aquilion ein. Und dort haben wir einmal die Grundversion. Das ist diese weiße. Dann haben wir einmal von dem Rare-Event hier den Aquilion der Verschmähten. Ganz schick im dunkel-schwarz-lila gehaltenen Ton, wie die Verschmähten halt auch sind. Dann haben wir den Aquilion des Aszendenten, den gibt es quasi für Ruhmstufe 70 und 7500 Anima in der Paktzentrale. Und dann gibt es den kampferprobten Aquilion, den gibt es jetzt hier wieder für das Achievement in der Offensive plus ehrfürchtigen Ruf bei unserer Ruffraktion und dann 1000 Stygia. Hier muss ich, ich bin hin und her gerissen, also der goldene ist schon sehr cool, der ganz weiße hat auch was. Von den Verschmähten auch. Ich glaube, der Weiße ist am besten. Der komplett Weiße, den finde ich am nicesten hier tatsächlich. Genau. Zum Event. Das ist übrigens bei den Kyrianern hier unten. Und zwar haben wir hier so einen Typen. Den kann man hier anquatschen. Und dann, das müsste hier sein, genau. Ja, ich habe jetzt hier blöderweise mehrere Addons übereinander gesteckt. Will der Weltenknacker schimpft sich das Event. Hier kann man einen Typen anquatschen. Poe heißt der. Den muss man dann beschützen. Der läuft die Straße hier runter, beschwört dann nach unten so einen Mob und den muss man umklopfen und der hat dann eine Chance quasi das Mount zu droppen.
auch wieder natürlich anquatschbar nur als Kyrianer. Mount ist auch nur für einen Kyrianer, alle anderen können aber da mitspielen und sich anderen Loot quasi holen. So, und dann seht ihr, hier ist mein anderer Twink schon. Das woppen wir jetzt mal rüber. Das ist dann der letzte Covenant, den wir noch offen haben. Und zwar auch tatsächlich mein Lieblingsmount, ne, von den Covenant-Mounts hier, ist dann das bei den Wendt hier. Und zwar heißt es Grabenschwinge von Sündensturz. Und hier seht ihr das nette Ding mit Mount-Special. Das macht schon was her. Also die vier sind sehr, sehr nice. Und da gibt es natürlich auch wieder insgesamt vier Stück. Die schauen wir uns jetzt mal an. Grabschwinge, so nicht Graben, sondern Grabschwinge. Und ihr seht schon, hier werden nur drei angezeigt. Einer ist mit Buggy, aber da zeige ich euch dann auch nochmal kurz ein Bild. Also, das ist die Grundversion mit Room 45. Dann haben wir hier die bleiche Grabschwinge. Die gibt es mit Ehrfürchtig plus in der Offensive Achievement und dann dementsprechend wieder 1000 Stygia. Dann gibt es die Obsidian-Grabenschwinge für Ruhm 70 und 7500 Anima. Und dann gibt es noch eine letzte, die ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen bräunlich. Und die gibt es dementsprechend fürs Event. Die wird in den Spielerteilen im Moment nicht angezeigt. Ich habe von Leuten gehört, die sie gedroppt bekommen haben und dementsprechend sie aber nicht aufmounten können. Also da buggt noch ein bisschen was. Die gibt es von dem Ventier-Event. Das ist hier unten. Stygischer Steinzermalmer heißt das. Da kann man als Ventier-Char einen Mob hier nebenbei anklicken, ansprechen. Dann wird ein Event ausgelöst. Es wird so ein Typ, so ein Stygier, naja, so ein Viech halt, ne, wie heißt das, Grabenschwinge, repariert, die liegt am Boden, dann kommt dieser Stygia-Typ, will angreifen, den muss man umhauen, so ein Rare, und dann kann ein Quest-Item droppen und von dem Quest-Item wiederum kriegt man das Mount. Also hier ist es ein bisschen anders, da soll es nicht direkt droppen, sondern da gibt es das Quest-Item. Aber zu diesen ganzen Sachen werde ich dann nochmal extra Videos machen, sobald ich die Mounts habe, dann gibt es dann nochmal ein bisschen genauere Infos. Das soll jetzt erstmal so der grobe Überblick sein. Gut, das waren jetzt alle Mounts an sich. Ich hoffe, dem einen oder anderen hat das Ganze ein bisschen weitergeholfen. Übrigens, wenn ihr alle Mounts haben wollt, müsst ihr halt mit allen Covenants einen Char haben, wo ihr das Stück für Stück hochzieht. Ihr könnt natürlich auch einen Char hochziehen und dann die Covenants switchen. Ihr solltet aber wissen, dass ihr die Ruhmstufen trotzdem wieder neu spielen müsst und dementsprechend ist es halt die Frage, ob das sinnig ist. Man hat zwar eine gewisse Catch-up-Mechanik, man hat die Mounts aber schneller, wenn man es mit vier Chars macht. So werde ich tatsächlich auch machen. Okay, damit sind wir dann durch mit dem kleinen Mount Guide. Wie gesagt, zu den anderen, vor allem zu den Rare Mounts und dann zu dem Achievement, werde ich dann nochmal einzelne Videos machen und da gibt es dann mehr Infos, sobald ich die Mounts eingetütet habe. Ich verabschiede mich an der Stelle, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis dann, ciao.